Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Justus ist zu Hause und hält die Stellung jetzt. Wie geht's meinem Baby? Nummer 3. Sie liegt auf dem Boden. Ja, oh mein Gott, Anastasia ist mittlerweile so aktiv. Und da muss ich dir eigentlich mal ein Update machen. Sie ist so süß. Aber vor allen Dingen, sie fängt jetzt an, diese Laute zu machen, also sich zu unterhalten. Das heißt, sie macht diese Ho-Ho-Ho-Laute und entdeckt auch gerade ihre kleinen süßen Hände und guckt, was man da so Schönes mitmachen kann. Hat jetzt viel, viel längere Wachphasen und ist wirklich, ja, schon groß. Es geht so schnell mit den Babys. Ich habe sie auch gerade nochmal gestillt, aber ich habe auch abgepumpt, das heißt, falls es dringend ist, dann hat sie auf jeden Fall was zu essen und zu trinken. Und ich muss jetzt einmal los. Und zwar hole ich meine süße Clara ab. Ups. Geht der auf? Passt der hier noch? Mal sehen, ob ich den sich tun kann. Ups, so gekippt. Ist hoffentlich nichts kaputt gegangen. Oh. Maschine. Papi, wo ist Ich muss im Haus. Was? Oh Gott. Gerade super Panik hier gewesen. Justus musste nochmal schnell los, jetzt zum Architektenhaus. Trifft sich da gerade mit dem Architekten. Weiß ich nicht warum. Also eigentlich hatten sie keine Termine, sonst hätte ich mich ja beeilt. Aber gut, ja, dann musste ich noch Anastasia stillen, weil sie war dann auch nicht so ganz glücklich eben. Aber jetzt ist wieder ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Also ich wollte das mal zeigen, die Clara hat heute leider nicht so viel geschafft. Also das Pferd ist, wie man sieht, noch längst nicht fertig. Sie hat nämlich heute, also die meiste Zeit jetzt damit verbracht, die Schnittmuster auszuschneiden. Blöderweise haben wir daran nicht gedacht. Also das hätten wir ja eigentlich schon zu Hause machen können. Aus diesem Heft waren ja diese ganzen Schnittmuster. Und das hat natürlich viel, viel Zeit gefressen heute. Aber dafür haben sie jetzt diese Sachen hier fertig quasi. Und da muss ja Clara dann nur noch nähen. Und ja, ich denke mal, dann werden sie nächstes Mal ziemlich zügig vorankommen. Das hier hat ihre Nählehrerin ihr jetzt geschenkt. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber irgendwie soll diese Matte wohl nicht kaputt gehen, wenn man darauf rumschneidet, den Stoff so mit so einem Messer. Und ja, das braucht man wohl als Nähutensilien. Deswegen, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass wir das geschenkt bekommen haben. Übrigens fehlt ihr sowieso noch so eine richtige Stoffschere. Immer noch. Haben wir auch noch nicht geschafft zu besorgen. Da ich jetzt überhaupt nicht weiß, wo mein Mann ist, doch, wo er ist schon, aber wie lange er jetzt da braucht, keine Ahnung, müssen wir jetzt warten, denn gerade ist auch noch das Essen angekommen. Johann ist da, er kümmert sich um das Baby, wie süß, großer Bruder, aber sie ist glücklich, also jetzt meckert sie gerade nicht, Johann macht das immer super gut. Aber ich zeige dir mal kurz das Essen, ich habe nämlich wieder bei unserem allerliebsten Lieblings-Chinesen bestellt. Und das sieht wieder so lecker aus. Dieses Mal habe ich übrigens nicht Hotpot bestellt. Das kennst du ja schon von uns, was wir da so leckeres essen immer. Aber dieses Mal ist es normales Essen. Okay, ich glaube, ich zeige es dir doch lieber gleich. Ist noch alles verpackt. Ich will es auch noch zulassen, solange Justus noch nicht da ist. Will ich nicht, dass es kalt wird. Außer das Sushi, das kann ich dir schon mal zeigen. Also das ist auch das, was wir immer gerne essen. Huch, der Lachs wurde zerquetscht. So, ja, also Lachs und Avocado essen wir immer gerne. Und ich liebe Wasabi und Ingwer. Du kannst mir mal schreiben, ob du das isst. Also Justus mag auch Sushi, aber das isst er zum Beispiel gar nicht. Aber ich finde, es war Wasabi so auf Lachs gerade so lecker. Das macht nochmal so einen besonderen Geschmack. Und Ingwer mag ich auch ganz gerne dazu. Ja, und den Rest zeige ich dir später. Es ist jetzt gerade noch um diese Uhrzeit. 18 Uhr noch ein Heizungsbauer da. Oh Gott, das muss ich dir erzählen, das ist so schräg. Eigentlich habe ich dir das ja schon im letzten Vlog erzählt, was da passiert ist, dass wir irgendwie kein warmes Wasser mehr hatten und so, obwohl ja, ja herkommen sollte und halt eine Besserung machen sollte mit dieser Kühlungsanlage quasi. Und das war dann doch so, dass es nicht geklappt hat. Johann, kümmere dich um das Baby.
Nein, also wir hatten dann echt wieder kein warmes Wasser beim Duschen. Also es ist immer wieder ausgefallen und irgendwie haben die das wirklich komplett falsch gemacht und haben unser Warmwassersystem an die Fußbodenheizung irgendwie dran gekoppelt. Also ganz ehrlich, wir haben echt keine Lust mehr mit diesem Heizungsproblem, da Warmwasserproblem. Das ist doch nicht normal. Und jetzt ist der Chef da und kümmert sich drum und kriegt das hoffentlich hin. Also drück uns da bitte die Daumen, dass es jetzt einfach funktioniert. Wir wollen einfach nur Warmwasser und Heizung haben, mehr nicht. Sie möchte trinken. Nein, ich habe sie gerade vor 5 Minuten habe ich sie gestillt. Aber sie streckt sich die ganze Zeit nach meinem Finger. Ja, weil sie mit dir spielen möchte, Johann. Ja, aber anscheinend ja nicht. Das ist so typisch. Wenn das Baby irgendwie ein bisschen mickelt, dann heißt es immer, sie muss gestillt werden, sie hat Hunger. Mami hier, bitteschön, Baby. Immer dasselbe, ne? Kümmer dich um mich. Ja, Baby. Oh, ja, Baby. Wie lange brauchst du jetzt, dein Vater? Ich habe Hunger. Um eine halbe Stunde, glaube ich. Halbe Stunde, meinst du? Ja. Ich will ihn jetzt auch nicht anrufen, weißt du? Sonst störe ich irgendwie. Weißt du, was ihr reden wollt? Nee, was denn? Weiß ich nicht, wieder irgendwas. Ich habe ihr halt auch so Werkzeug mitgenommen. Weiß ich nicht, was sie da machen. Vielleicht wollen sie wieder reden, wie sie das jetzt machen. Wahrscheinlich. Das Werkzeug kann ich mir nicht erklären. Aber wie lange müssen wir jetzt warten? Ich habe Hunger. Eine halbe Stunde, wie gesagt. Und dann? Wenn Papi noch nicht da ist? Wenn Papi dann nicht da ist, dann würde ich ihn anrufen. Okay, gut. Dann ab jetzt eine halbe Stunde. Ja. Jetzt ist es wie mir ruhig. Na, sie will mal auf den Arm, ne? Auf den Arm oder auf den Schoß? Ja. Dann ist sie glücklich. Baby. Lächeln. Ja, der lächelt. Baby. Baby. So, hier werden wieder die Fotoalben Papi, geschaut. Mann. Guck mal, das ist schon so. Hallo. Ja. Hallo. Baby. Baby. Hund. Hund. Welches Baby ist da? Elisa? Elisa. Elisa ist Baby, ne? Ich. Ist Papi wieder da? Ja? Komm mal, sagt der Papi. Ich bin hier aber belagert. Wie sieht das denn hier aus? Oh mein Gott. Justus? Was ist denn? Ja, guck mal, was hast du hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Ja, was ist denn mit unserem Foto? Ich habe nur ein Foto dahin gemacht, mich. Ich bin so hübsch. Also können wir jetzt essen, bist du jetzt wieder da, ja? Ist das Essen schon da? Ja, das Essen ist schon da, wir warten alle auf dich. Ja. Baby. Ist alles gut drüben? Guck mal, ich bin Baby. So belagert. Hier ist sind Baby. Kaputt? Baby. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Nein, das ist jetzt. Ach so, ja. Kannst du ja dann erzählen, ne? Nur Ärger drüben. Nur Ärger. So schlimm. Okay, Mädels, wir können jetzt essen. Ja, gleich wieder das Ganze gucken nach dem Mittagessen. Abendessen ist das schon, Elisa. Baby. Ja. Ich wollte Abendbrot. Ja, Abendbrot, stimmt. Die Mädels, für die Mädels gibt es mal wieder Brot, weil die mögen ja chinesisches Essen nicht, dieses super leckere chinesische Essen. Liebe ich. Und ich mag auch Sushi. Ich mag auch Sushi. Die Sushi habe ich bestellt. Yay. Ich liebe dich, Baby. Ich liebe dich. Happy Wie sieht damit jetzt so backen? Ja, Baby. So, jetzt gibt's endlich leckeres Essen. Oh, ich freue mich so. Endlich leckeres Essen, Baby. Oh, mein Knie ist voll gesabbelt. Jetzt gibt's Essen. 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 Essen, 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 essen. Komm, Justus, sonst wird's kalt. Nein. Ich. So, lustig. Johann. Ja. Johann. Hallo? Hier gibt's leckeres Essen. Wer will denn kalte Spaghetti, wenn es so leckeres Essen gibt? Okay, gut. Dann zeige ich jetzt. Jetzt habe ich einmal aufgemacht. Das gibt's gratis.
das habe ich nicht bestellt, gibt es gratis. Das sind diese Shrimps in Teigmanteln, nennt man das, glaube ich, so. Und dann einfach in Sweet Chili Soße, schmeckt das super lecker. Dann haben wir hier Reis, dann haben wir diese Hähnchen panierte Hähnchenstreifen, genau. Dann haben wir hier, ich liebe das, das ist, oh, ich liebe das einfach mit Knochen, weißt du, Fleisch mit Knochen. Das ist sowas, was Justus niemals verstehen wird. Ja. Fleisch mit Knochen. Aber man kann die Knochen auch abmachen. Aber das macht erst den richtigen Geschmack. Also ja, das stimmt. Also chinesisches Essen, weißt kann du? Kann ich nur empfehlen. Ja, also kannst du empfehlen, aber selbst nicht essen. Nein, ich esse es schon. Aber ich wusste halt vorher nicht, dass das so viel mehr Geschmack ergibt. Ja, doch, doch. Also Knochen machen eigentlich den Geschmack. Und dann haben wir hier eine Jiaozi. Und dann haben wir, das ist Yanshui. Ja, heißt das. Also, ja, Ente in Gesalzen. Habe ich wieder bestellt, genau. Das mag Justus auch super gerne. Sehr, 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 sehr lecker. Ja, Weiß gibt es da hin. Gleich ein bisschen Zwiebeln machen. Und Edamame habe ich bestellt. Kann man super einfach auch selber machen. Habe ich dir auch schon ganz oft gezeigt. Gibt es sogar als Rezept auf meiner Seite, falls du da einmal schauen möchtest. Dann habe ich hier einmal Peking-Suppe. Da wäre schon so gut. Okay. Kennst du bestimmt aus jedem China-Restaurant. Aber super lecker. Ich mag das total gerne. Die Jiaozi. Achso, für die Jiaozi habe ich diese Soße. Die ist super lecker. Das ist so eine Chili mit Knoblauch. Ist nicht Spaghetti. Lecker. Ja. Ein paar wie richtig komisches Zeug. Na, der hält sich immer. Jetzt sagst du wieder nichts. Ich überlege gerade. Was soll ich darauf antworten? Das sind immer diese philosophischen Fragen, die der Papi stellt. Die sind immer schnell zu beantworten. Du bist schon ein bisschen müde. Ich habe ja Hoffnung. Oh mein Gott. Johann eben auch. Das Baby hat Hunger, Mami. Hier, nimm das Baby. Darf ich bitte meine Pasta von Johann? Justin! Ja, das sind diese O-Laute. Also Babys machen wohl O- und A-Laute. Das ist so quasi das erste Sprechen. Ja, mit Elisa habe ich mich mal ganz viel unterhalten. Ja, genau. Konzentrier dich mal. Ja. Jetzt hole ich einmal kurz eine Schere. Ich bin bereit. Meine süße Clara liegt mir schon seit Wochen in den Ohren. Sie wünscht sich so sehr, dass ich hier einmal die Haare schneide. Und zwar richtig viel. Du willst wirklich Haare schneiden? Ich möchte meine Haare schneiden. Nein, kann ich meine Haare schneiden? Ja, das ist das Schlimmste daran. Elisa will es auch unbedingt. Nee, aber heute ist einmal die Clara dran. Wo ist das Baby? Das Baby ist im Bettchen. Ich habe es gerade in den Schlaf gewogen. Oh. Ja, super, Mom. Bis hier. Wie ist die Brust? So viel? Ja. So viel? Ja. Warum grinst du so dabei? Findest du es etwa toll? Zeig mal, wie lang die gerade sind. Die sind gerade wirklich sehr, ein bisschen sehr lang. Also sie gehen gerade wirklich, also das ist wirklich ein bisschen sehr lang. Das muss ich schon zugeben. Ich weiß noch, das letzte Mal, da wolltest du aber nicht, dass ich schneide. Weißt du das noch? Da durfte ich immer nur so ein Ministück schneiden. Und jetzt plötzlich willst du, dass... Ja, weil das zu lang ist. Ist zu lang, ne? Okay, Püppchen. Dann machen wir das. Also, räum hier einmal auf. Holst du dir einen Stuhl, Clara, aus der Küche? Und ich mach das hier. Wie viel ist das abschneiden? Findest du gut, dass das alles abkommt? Okay, muss ja erstmal ordentlich durchkämmen, ne? Vielleicht nicht hier so, ne? Ja. 20 cm. Nicht gut. Kannst du einmal kurz aufstehen? So, und jetzt wieder hinsetzen. Okay. Eben nicht, sonst komme ich nicht so gut an die Haare. Was, du einen Zopf? Nee. Ach so. Oder soll ich einen Zopf machen? Ist mir egal. Nee, so.
Möchtest du die Haare behalten oder nicht? Also wir hatten auch überlegt, beziehungsweise es hatten auch ein paar gesagt, dass man die Haare auch spenden kann. Aber das geht erst ab einer bestimmten Länge, also irgendwie ab 30 cm. Das wäre ja das Ganze quasi. Ja, und Clara möchte halt das Stück, ne? Ist auch schon viel. Bis zur Brust. Ja. Ja, 20 cm so viel. Ja. Das ist irgendwie schräg. Habe ich das letzte Mal so schräg geschnitten? Nein, du hast das letzte Mal, so das war vor 10 Monaten gefühlt. Aber wenn du jetzt hier ganz gerade durchschneidest. Ich will nicht. Aber eigentlich müsstest du ja immer nass machen, oder nicht? Ja, würde ich machen, damit die gerade fallen. Ja. Okay, komm, Clara, dann gehen wir erstmal ein bisschen die Haare nass machen. Was ist? Wieso Haare nass machen? Ja, damit sie so gerade sind, weißt du? Sonst sind sie so ein bisschen wellig. Dann kann ich sie nicht so gut schneiden. Ja. Okay. Hier, so, genau. So ein bisschen mit Wasser drüber einfach. Mach mal deine Haare so nach vorne. So? Ja, genau. Ja, super. Ja. Doch. Entschuldigung. Geht es los? Ja. Lass mich doch mal Abschied nehmen von deinen schönen Haaren. Aber so geht's besser. Jetzt ist sie ein bisschen, ne? Nur richtig so gerade, genau. Ja. Ich mach das jetzt so wie beim Friseur, ne? Ich teile das erstmal ab. Also den Jungs schneide ich ja jetzt auch immer die Haare. Und das mache ich richtig gut, ne? Bei den Jungs. Ja, auch bei den Männern. Bei den Männern. Ja, das Haare mache ich jetzt auch immer. Und das macht mir großen Spaß. Bist du gerade, Clara? Ja. So, zeig nochmal bis wohin. Brust. Hier? Ja. Das wäre das Stück, was abkommt. Okay. Bist du dir sicher? Ja. Ja? Bis zur Brust, ja. Warte. Nein, die Brust ist hier. Dann, also noch höher. Ja. Nein, nein, noch höher mache ich nicht. Nein. Ja, hier ist die Brust. Da, ne? Ja. Also hier. Ja. Okay, also das ganze Stück hier. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Warum willst du das denn? Ich möchte das eben. Warte mal, wenn ich das nach vorne mache, ist es hier. Ja, da. Ja? Genau da. Da? Bist du sicher? Ja. Okay, also wenn ich nach vorne mache, ist es dann hier. Ich bin sicher. Oh Gott. Okay. Ich mache, Mami. Ich schneide jetzt, ne? Ja. Ich schneide jetzt wirklich. Los. Ich schneide jetzt echt. Los, ja, Mami. Und? Ich weine, hörst du doch. So, guck jetzt mal. Wenn du jetzt vorne sind, sind sie dann auf der Höhe. Nein. Wie nein? Hier. Was? Hier, Mami. Hör auf. Clara, das ist jetzt gut so. Das reicht. Nein. Clara, guck mal, wie viel abgekommen ist. Guck mal, diese. Guck dir das an. Ja, aber es kann auch mehr ab hier. Das kleine hier kann noch ab. Hier. Okay. Mach nur das kleine hier. Das kleine hier, sagt sie. Ja. Ach Gott, klar. Du machst mich verrückt. Oh Gott, das ist schon voll kurz. Guck mal. Das ist schon voll kurz. Okay. Das ist doch nicht kurz. Okay, Clara. Komm, du musst aber gerade gucken, sonst wird's schief. Ja. Also jetzt... Bis zur Brust. Also jetzt... Ja. So, jetzt aber. Guck. Vorne. Ja. Gut? Ja. Nur die sind da ein bisschen schief. Ja, ich bin ja noch nicht fertig, Clara. Meine Güte. Okay, dann ist jetzt der Rest dran. Oh Gott, guck dir das an! Oh mein Gott. Guck mal bitte. Das war sie vorher und jetzt sind sie hier. So, jetzt muss ich mir Mühe geben, dass sie schön gerade werden, ne? Ja. Okay.
mache das echt richtig gut. Ich dachte, du bist traurig. Ja, ich bin auch traurig, aber ich mache es trotzdem richtig gut. Wir hätten noch ein Vorher-Nachher-Foto machen sollen. Von was? Ja, von meinen Haaren. Ja, können wir immer noch machen. Ja? Ja. Gut, ich hole mal kurz ein Handy. Gott, wie viel da abkommt, Clara. Hauptsache, du machst nicht so viel. Oh. Ja. Sind sie alle leicht lang? Nein. Ich empfehle, dass du es auch schon gut machst. Ich gebe mir Mühe, aber ich kann es natürlich nicht so gut wie eine Friseurin. Nee, du kannst es ja. Ah, oh, du bist süß, klar. Und die letzte Schicht. Hm. Schöne Haare. Wie sieht das aus, Mami? Ich finde, du siehst fantastisch aus. Aber ich will wissen, wie es jetzt aussieht, die Frisur. Naja, ich habe ja jetzt einfach das Stück abgeschnitten, ne? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay, warte mal. Willst du sie jetzt nach vorne haben? Ja. Okay. Oh, die sind wirklich... Was? Nicht mehr so hoch. Also so... Du wolltest sie so kurz? Ja, ich wollte sie so kurz. Du bist du zufrieden? Ja. Ich finde, das sieht richtig schick aus. Und fühlst du dich jetzt leichter auf dem Kopf? So? Ist da jetzt weniger Haare? Guck mal. Guck dir das mal an, wie viel abgegangen ist. Das ist alles ab. Ich finde es auch leichter. Ja? Ja. Wirklich leichter? Ja. Fühlst du dich wirklich 5 Kilo leichter auf dem Kopf? Sieht schick aus, Clara. Ja, hast du wirklich richtig gut gemacht. Danke, Mami, dass du meine Haare schneidest. Bist du zufrieden? Ja. Okay. Sieht doch richtig schön aus. Gut, dann zeig mal Papi. Mal gucken, was er dazu sagt, ne? Papi! So, jetzt mache ich hier einmal sauber. Guck dir das an. Meine Tochter wollte ihre wunderschönen Haare abgeschnitten haben. Jetzt ist alles ab. Ja, aber bei ihr wachsen sie auch furchtbar schnell, muss ich auch sagen. Also diese Länge, die kriegt sie innerhalb von ein paar Monaten wieder hin. Mal sehen, man muss sich aber ein bisschen dran gewöhnen, weil man die Haare so ein ordentliches Stück ab hat. Aber ja, sie wollte es so haben, ne, unbedingt. Jetzt ist sie glücklich. Dann bin ich es auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.